Herzlich willkommen hier bei Jack 1477. So, ich dachte mir, wir spielen mal wieder eine Runde BeamNG Drive. Ich war ja ewig nicht da, ich weiß. genau. Und ich habe hier mal sowas runtergeladen mit, wie ihr sehen könnt, hier Rampen und und dies und jenes. Und ich wollte jetzt mal mit euch das hier einfach spielen. Ich, let's start the engine. Na komm. Zack. Und jetzt habe ich irgendwie so eine coole Rampe ausgesucht. Wir machen einfach heute ganz auf entspannt. Und jetzt auf jeden Fall wollen wir dann auf dieser Rampe mal gucken, wie hoch dieses Auto kommt. Probieren wir es doch mal aus, würde ich sagen. So, gehen wir halt. Nicht Vollgas. Ich will ganz viel Schwung. Bis zum Ende. Nein. Zack. Und Abfahrt. Der dürfte eigentlich genug Power haben. Das sollte eigentlich klappen. Mal sehen. Oh ja, der hat Power. Seht ihr das? Oh, der ist fast abgehoben. Habt ihr das gesehen? Okay, ich bin gespannt. Alter. Okay, der hat genug Power drauf. Ah. Jetzt mal kurz langsam gemacht. Ich will ja auch genießen mit euch. Na, wie hoch kommt er denn? Ja, der kommt gar nicht mal. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Oh, jetzt ditcht er da an, seht ihr? Eieiei. Ei, ei. Ah. Aber. Er dürfte. Da, die 80 Meter erreichen. Huch, das bin ich mal. Ich treffe die Null. Ich hab fette Finger. Ja. Aber hat er doch ganz gut erreicht. Oh, der kommt aber richtig böse auf. Seht ihr das? Alter. Das wird gleich schmerzhaft werden. Oh, oh. Drück mal P. Ich drücke P rein. P? Ja, jetzt ist P drin. Oh. Ah. Da kommt er ja nicht unbedingt so schön auf, würde ich mal behaupten. Achtung und. Ah, der dürfte mehr sliden, würde ich sagen. Den, oh. Also Motor dürfte hin sein. Ich mache ihn jetzt erstmal aus. Der Motor. Dachte ich zumindest. Ja, der kann eh nicht mehr fahren. Der ist jetzt futsch. Mach den Motor mal aus, zumindest. So. Alter, der hat aber richtig eine. War oh, zu wenig Öl, das glaube ich so. Alter, der hört sich jetzt bestimmt voll krass an. Aber ich stelle mal auf die Räder so ganz kaputt machen. Komm, mein Kleiner. Ja. Ah, guck an. So. Sollen wir es riskieren, ihn wieder zu starten? Ich denke ja, ne? Wenn das überhaupt geht. Ah, da lebt noch. Oh, hätte ich nicht gedacht. Oh, hört sich sportlich an. Oh, der hörte sich aber sehr müde an. Naja. Echt? Ich wollte mal unter das Auto gucken. Eigentlich dachte ich, jetzt halt wirklich, eigentlich müsste der doch hier, hat er kein Allrad? Hm, okay. Na gut. So viel dazu. Dann suchen wir uns doch mal ein anderes Fahrzeug aus. Was könnte denn so schnell sein? Also der hat jetzt so 85 geschafft. Hm, jetzt nehmen wir mal was. Ob das was wert? Leute, kommt, das müssen wir testen. Den gibt's sogar hier. Alter. Aber da der ja auch der Base war, nehmen wir jetzt auch Base. Aktuelles bitte ersetzen. Ja. Wie geil ist der denn? Ey, komm, der hat doch was. Wie haben die denn genannt? Vigion. Okay. Testen wir mal aus. Ja. Ich habe übrigens so eingestellt, dass die Motoren immer kalt sind. Ne? Das soll uns ja auch ein bisschen Spaß machen. Wenn wir schon Motoren quälen, dann richtig. So, wir machen das auch wie immer. Der soll auch die Chance bekommen. Ganz klar, der ist nicht so schnell wahrscheinlich. So, wie immer fahre ich hier an die Kante. Ja. Sehen, ob der Kleine es überhaupt schafft. Achtung und los geht's. Ja. Merkt ihr die pure Power? Der Schaltknüppel da drin bewegt sich sogar, wa? Ey, wie cool. Ja, tatsächlich. Weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Oh, der zieht aber. Oh, der Motor geht kaputt. Oh, oh.
Ventiltrieb ist beschädigt. Oh, der Motor ist kaputt. Eieiei, der Motor war kaputt. Gemein. Ich glaube, wir haben das Rad verloren. Jetzt schon. Nee, doch nicht. Ah, 40 Meter. Alter, wir haben den kaputt gekriegt. Ja, der schafft dann natürlich nur, wann das? 50 Meter hat er ungefähr geschafft. Schade drum. Der Motor kaputt geht. Oh, habt ihr das gesehen? Aua. Ja gut, wir wissen ja, der Motor hat gerade gesagt, Motor sagt nein. So, der dürfte dann auch definitiv nicht starten. Na, gut, okay. Da war dieses Auto denn, ja, unterqualifiziert. Dann nehmen wir doch mal was Geiles. Bevor wir so einen richtig geilen Sportwagen nehmen, das machen wir in der letzten Folge, also in der letzten paar Minuten. Weil ich will erstmal die Uldis aufschleißen, so ein bisschen. So einen alten Uldi. Motorzerstörung. Ruckley Grand. Piccolina. Hier, Piccolina. Den nehmen wir doch einfach mal. Aber auch in der normalen Variante. Wir wollen ja fair bleiben, ne? Wir sehen ja dann, welches das schnellste, das höchste dann ist. Oh, der hat gar keinen Bock. Habt ihr gesehen? Das macht echt viel mehr Spaß und ist realistischer, finde ich, wenn man die Autos auch mit kaltem Motor startet. Ja, das ist irgendwie nur fair. So, und da wir alle auf kalt auch gequält haben, ja, haben wir ja auch den V8. Werden wir den jetzt auch natürlich wählen. Okay. So. Okay, da kommt er schon. Wir sehen, was mit den Motoren passiert. Das ist witzig. Das würdet ihr nie im echten Leben machen. Deswegen machen wir das hier. Alter. Gar kein Anzug, die Kiste, ne? Alter. So, den müssen wir jetzt leider quälen. Das tut mir schon fast leid. Aber er wird gequält. Er wird sowas von gequält. Na komm. Denk mal, der wird auch sicherlich schimpfen gleich. Oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, ja, Motorüberdrehung. Okay. Aber der überlebt das schon. Ja, Achtung. Und ganz klar, 16 mal langsamer. Wir wollen ja auch was sehen. Huch. Die Federung ist nicht gut. Oh, Ölwanne schon beschädigt. Da bin ich aber gespannt. Ich halte auch noch Gas, ne? Also das mache ich bei allen. Das wäre sonst unfair, ganz klar. So, jetzt gehe ich vom Gas, weil ich glaube, die Räder haben eh keine. Ne. Aber der schafft nicht viel. Ah, die 50 kriegt er vielleicht noch hin. Aber dann ist auch Schicht im Schacht, würde ich mal behaupten. Na, vielleicht. Ah. Schnauze. Eigentlich habe ich gesagt, oder wollte ich von Heck. Ich glaube, die 60 hat er, ja, die hat er geschafft. Okay. Ah, wir können ihm da, glaube ich, die 65 geben. Jetzt geht er down. Mach wieder einen Ticken schneller hier. Oh ne, 8 mal. Rechts 32 mal. Ah ja, so ist gut, ne? Motor wird wohl nicht mehr um. Doch, Motor läuft. Ich mach den jetzt mal aus. Oh, Achtung. Machen wir wieder langsamer. So. Achtung und. Boah. Luft im Reifen, ja. Kann ich mir sogar vorstellen. Alter, das ist ja alles komplett schief gegangen dahin. Aua. Okay. Alter. Okay. Aber. Der könnte das überlebt haben. Ziehen? Hallo? Ah, da ist es. Okay. So. Also überlebt hat er ihn. Ziemliche Störung. Ich brauche noch ein Thumbnail. So, hab eins. So.
braucht bestimmt ein bisschen Gas. Na komm, mein Kleiner. Kein Bock mehr. Merkt ihr das? Also die Maschine ist, die ist fertig. Die hat keinen Bock mehr. Okay. Also, Kandidat Nummer 2 kaputt. Also von 3 Autos, die wir getestet haben, sind 2 kaputt. Alles auf kalten Motor, ich weiß. Vielleicht sollten wir die... Nee, wir wollen den nicht warm. Ich will das halt mal sehen, so. Ich nehme jetzt nochmal hier... Was nehmen wir denn? Erstmal machen wir alte Kisten, habe ich ja gesagt. So wie... Der ist einfach... Nee, der nicht. Also der ist auch schon overpowered, aber der... Na der. Ich möchte den noch sehen. Danach nehmen wir mal eine neue Kiste. Und dann nehmen wir... Wie immer die schwächste Version. Das dürfte der denn auch sein. So. Mal sehen, ne? Also ganz klar ist, die sind kalt. Ne? So. Ja. Der hörte sich nicht schlecht an. Ja. Okay, probieren wir aus. Aber... Will ich erstmal ganz nach hinten. Soll ja für alle fair sein. Zack. Okay, und los geht's. Ah, der hat schon mehr Bock. Merkt ihr? Der hat mehr Bock. Eindeutig. Eindeutig. Oh, der hat echt mehr Bock. Viel mehr Bock. Oh, hoffentlich überdrehen wir den nicht. Überdrehungs... Okay. Oh, habt ihr das gehört? Der hat aufgesetzt, Alter. Okay, er geht schon runter. Also weg. Der mag vielleicht zu schwer sein. Also bisher... Hat keiner die 80. Ich sehe nichts mehr. Ihr auch nicht, ist klar. Auch. 65 wären das. So, Zündung ist jetzt aus. Ist klar, ich will den Motor ja nicht zerstören in der Luft. Ah, deswegen habe ich ihn ja auch ausgemacht. Weil der Motorölstand schon kritisch war. Aber, ihr seht, auch er schafft die 65 nur. Oh, er hat eine Lampe verloren. 2 sogar. Ah, traurig. Traurig. Ja. Ah, der wird natürlich auch schön aufkommen hier. Oh, das wird böse werden, Leute. Das wird böse werden. Achtung und... Boah. Oh, der hat eine Radkappe verloren. Radkappe verloren. Okay. Mehrere sogar, ja. Auch dieser Wagen wird sicherlich nicht mehr fahren können. Wie das aussieht. Alter, ich hänge hier mit meinen fetten Fingern, wisst ihr? So. Mausspieler halt, ne? Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man auf Tastatur spielen soll. Aber ich schätze, der müsste eigentlich angehen. So. Motor hat zu wenig Öl. Ist die Ölwanne kaputt? Könnte kaputt sein, ne? Könnte, sehe ich aber nicht. Okay. Das ist jetzt das vierte nicht fahrtaugliche Auto. So, und jetzt, wie versprochen, selbstverständlich, suchen wir einen Sportwagen aus. Ich würde sagen, wir nehmen erst den und dann nehmen wir den. Der wäre auch noch witzig. Vielleicht den am Anschluss. Und dann nehmen wir jetzt den. Und natürlich in Standard. Nur Standard ist fair. So. Der dürfte sicherlich schön klingen. Das war cool. So. Mach ich jetzt mal zurück. Boah. Hört sich der geil an, wa? Oder wie? Warte, zu weit. Oh Gott, der hat Power. Leute, der hat Power. Auf geht's. Alter. Das Ding hat mal Power. Mal sehen, ob ich den bändigen kann, was? Oh, oh. Alter. Der wird schnell. Der wird sowas von schnell. Oh Gott.
So, jetzt sehen wir gleich, wie der aufsitzt. Ja. Ölwanne Schrott. War aber zu erwarten, ganz klar. Alter, der war. Ja, danach ist der futsch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, der könnte. Ich mache jetzt Motor aus. Wir wollen den ja immer erst schrotten, wenn die unten sind. Ah, 50 Meter kriegt er bestimmt noch. Ja. Ja. Wenn der jetzt noch die 60 knackt, Leute, ne? Aber nee, guck, der verliert den Schwung. Der verliert den Schwung. Ah, der kriegt gerade so die 80 hin. Sagen, ups. Ihr wisst ja, ich und diese Tastatur. Also 80. Ja, oh. Könnte die 90 noch schaffen. Oder? 85. Der Höchstreiter. Na gut, kann auch. Ja, wohl. Das ist die 90. 90 hat er erreicht. Alter. 90. Jetzt dürfte er auch absacken. Oder? Er schwebt hier so in der Luft. Ja, er ist abgesackt. Ja. Oh, jetzt geht's runter, Leute. Das wird ein Crash. Dieser Motor wird es nicht überleben. Genau wie die ganzen Antriebswellen nicht. Räder sind schon schief. Oh, oh. Oh, machen wir mal ein bisschen schneller hier, ne? Obwohl, der kommt scheiße. Der wird es, glaube ich, gar nicht nach unten schaffen, würde ich mal sagen. Ah, doch. Doch, hat er geschafft. Hat er geschafft. So, Achtung und. Alter, hat das Ding so viel Schwein? Ist der jetzt nicht großartig? Tatsächlich. Alter. Wie kann man denn so viel Schwein als Auto haben, ne? Ein Witz, der ist wie neu. Aber Motor hat wie immer zu wenig Öl. Ich starte ihn trotzdem. Leute, das Ding ist voll fahrbereit. Der schreit nach einer zweiten Tour. Oder was? Bin ich auch der Meinung. Ah, der zieht diesmal. Ah, das wird schwer. Wird schwer. Also entweder verreckt vorher der Motor. Oder aber nicht. Oh, der hat gar keine Leistung mehr. Gar keine mehr. Alter. Schalte vielleicht mal runter gleich. Der ist schon im zweiten. Ah. Fuck. Ah, 180 Grad hat er fast hingekriegt. Meint ihr, schaffen wir noch mal so eine Runde? Achtung und los geht's. Alter, na komm. Ah. Nicht haltbar, oder? Doch haltbar, Alter. Na komm, mein Kleiner. Entweder kackt vorher der Motor ab oder es geht. Alter, das hätte ich nicht erwartet, dass das nochmal klappt, ja? Oh. Er schwimmt hier irgendwo rum. Aber ich glaube, diesmal. Er hat schon ordentlich Leistung eingebüßt. Der kommt diesmal nicht so hoch. Oder schafft er doch vorher noch die 90? Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Er kackt schon vorher ab. Seht ihr das? Nee. Oh, ich habe wieder Fettfinger, merkt ihr? Chance mehr. Er hat die 80 geschafft. Aber er ist der Höchste. Er ist der Höchste. Definitiv. Aber nicht schlecht. Aber ich denke, jetzt wird er auch sterben. Er fliegt aus der Bahn. Er fliegt sowas von aus der Bahn. Oh oh. Das hat ihm diesmal nicht so gut getan. Aber ich konnte ihn auch nicht so gut gerade halten, weil die Lenkung war schon ziemlich schrottig. Oh Leute, der wird sterben. Achtung und. Watch. Aua. Er slidet, er slidet. Na, ist reingekommen. Ja. Okay, hat sich festgefressen da. Aber vielleicht kriege ich die Tür ab. Eventuell. Ah, da. Ja gut.
Plastik hält ja nie. Tür ab. Nicht geklappt. Nochmal. Oh. Bisschen. So. Ja, okay. Also fahren wird er eh nicht mehr, ne? Der ist fertig. Aber wir können ihn mal gucken, ob er noch startet. Oh. Er hat's überlebt. Er fährt noch. Ist das dein Ernst? Ich dachte echt, das muss kaputt, aber die Lenkung ist Schrott. Könnt ihr vergessen. Alter, der hat immer noch Power. Hat aber keinen Sinn. Okay. So, jetzt. Jetzt, wie gesagt, das normale Ding, weil ich glaube, der hier wäre zu heftig, ganz klar. Aber jetzt den. Zack. Auf geht das. Oh. Die modernen Autos, die halten, die können ja mal. Oh, der hat aber auch schon Turbo drauf. Seht ihr das? Okay. So. Und go. Oh, oh. Der lässt sich schön gerade halten. Mal sehen. Kalter Motor ist natürlich scheiße. Ah, guckt euch das an. Der ist auch nicht schlecht. Alter. So. Muss 16 mal langsamer machen, sonst ist es echt schwer zu verfolgen, wie hoch das Ding denn kommt. So geht's ungefähr, wisst ihr? Immer wenn der Hintern über einen weißen Strich rüber ist, dann weiß man ja ungefähr, wie weit er gekommen ist. Aber da der höher gelegt ist, könnte er die 90 knacken. Glaube aber nicht. Schwer. Sehr schwer. 80 vielleicht. Ja, 80. 80. Früher wird das nicht gehen. Gibt jetzt gleich runter. Oder? Also 85? Ja, das zählt aber als 90. 90. Hat auch. Also wir haben zwei Gewinner. Weil der beim zweiten Mal ist er ja nicht hochgekommen. Eigentlich haben wir einen Gewinner. Das war der Gelbe. Weil der eine zweite Runde geschafft hat. Wenn der das jetzt auch gleich schafft, ohne richtig schlimm kaputt zu sein. Und noch eine zweite Runde hinkriegt. Auf jeden Fall. Das entscheiden wir aber gleich spontan. Aber. Mal gucken. Ja? Kurz mal ein bisschen schneller hier. 32 mal wollte ich gar nicht. Runter. Ah, könnte er auch überleben? Na. Stopping Car, ja. Oh, er hat einen Reifen verloren. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Der hat verloren. Oder hat er nur eine Radkappe verloren? Ne, er hat nur Radkappe verloren. Ich glaube, damit können wir nicht weiterfahren. Okay. Ich glaube, die Spur ist zu verstellt. Wie soll denn das klappen? Und das, wie macht man hier jetzt Blinker aus? Da habe ich auch so viel Ahnung von. Lassen wir einfach blinken. Ah, noch ist er Zweiter. Nee, keine Chance mehr. Ist kaputt. Irgendwas ist kaputt. Oh oh. Ah. Ah. Okay. Ich glaube, er schafft das nicht mal hoch. Alter, nee. Machen wir uns nichts vor. Zweiter Platz. Der schafft das ja nicht mal mehr, ne? Ihr seht, ich habe es versucht. Wir wollen fair und ehrlich sein, aber... Der ist jetzt schon müde. Keine Chance mehr. Somit ist er... Zweiter Platz. Okay. Jetzt gibt es als Bonus
natürlich noch, wie ich sagte, hier das Ding. In Stambeco. In seiner Standardform natürlich. Das Fahrzeug ersetzen. Das ist dennoch das letzte Auto. Starten wir das Ding nochmal. Ah, schön. Also ich habe übrigens warme Bremsen und warmen Motor ausgeschaltet, ne? Also ich habe die Funktion letztens erst so zufällig gefunden. Ich finde das realistischer, wenn es halt alles kalt ist. Aber in manchen Situationen werde ich es dann wieder einschalten. Okay, es kann losgehen. Und Abfahrt. Eieiei, ob der das schafft? Der wird aber gerade richtig gequält, ne? Ich bin gespannt, ob der überhaupt was schafft. Aber der ist schön hochgelegt. Das heißt, er könnte auch natürlich ein bisschen mehr schaffen. Oh, Überdrehungsrisiko. Ups. Ich glaube, der Motor blockiert. Oh. Ja, Motor ist kaputt. Schon. Also, ja. Ich sehe natürlich nichts. Alter, der Kasten ist zu groß. Aber er war, glaube ich, 48 oder so. Ja, der ist. Warte so. Alter. Der macht das hier aber stuntmäßig. Das ist doch viel cooler als Foto. So. Okay. Alter, der fliegt lange. Wie, als wenn keine Schwerkraft ist. So. Tralala. Okay. So. Oh. Das Rad fliegt noch, habt ihr es gesehen? Wie gut. Mal sehen. Ich glaube... Motor blockiert. Der hat's hinter sich. Nun gut. Ihr habt's gesehen, ich auch. War witzig. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr mögt. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine einzigen Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, war schön mit euch. Tschüss.